Mein Name ist Arman Boy von der Firma Siplo und ich würde gerne vorstellen unsere neue Gräsbehalter, die GB 1600. Die Maschine ist gebaut komplett in Edelstahl, hat Schneidmesser, doppelgekanten Rand, sehr stabil. Wir haben zwei Walzen hier mit eigenen Motoren, keinen Kettenantrieb, zwei separaten Ölmotoren und ein Band von 50 cm und viel Platz, um das Material rauszukriegen. Diese Maschine ist gebaut, wie man sieht, für Rundballen, für langes Gras, kürzes Material, Mais, Biertreiber, eigentlich für alle Silage. Maschine ist 1,60 Meter breit, hat serienmäßig eine Rolle vorne und hinten eine Rolle, sodass man auf die Rolle kippen kann. Das ist für Radlader einfacher. Hier haben wir die Steuerung von der Maschine. An der Maschine haben wir drei Stufen. Stufe 1, kürzes Material. Stufe 2, langeres Material. Und Stufe 3, sehr langes Material. Hier haben wir die Einstellung von der Bandgeschwindigkeit, wie schnell das Material raus muss und kann man links und rechts separat voneinander abstellen. Für die Steuerung brauchen wir Strom, 12 Volt und einen Druck und einen Rücklauf. Mehr brauchen wir nie für die Ansteuerung von der Maschine. Der Kunde braucht nur Öl geben, links oder rechts, Maschine dreht und weiter geht Auto. Alles automatisch. Für die Anbauteile sind alle geschraubt. So, wenn der Kunde mal wechselt mit Radlader, ist einfach zwei andere Anbauteile dran. Einfach schrauben und kann man wieder weiterarbeiten. Hier haben wir einen Einblick in die Maschine. Und hier sehen wir die zwei Walzen mit den zwei Messer. Beide Walzen, wie gesagt, drehen gegeneinander und werden automatisch von Drehrichtung geändert. Und wie man sieht, die Behälter ist ziemlich breit. Da kann ein Rundball in bis 1,50 Meter im Durchschnitt.